Hanau, modernste Festung Europas. Von der Burg zum Bollwerk. Die Errichtung der Hanauer Stadtmauer begann Anfang des 14. Jahrhunderts. Etwa 200 Jahre später war der Bau nach einigen Erweiterungen und der Fertigstellung des Torturms der Vorstadt abgeschlossen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die alte Festungsanlage Hanaus anhand von Plänen des Festungsbaumeisters Graf Reinhard von Solms grundlegend modernisiert. Hierbei legte man ein Graben- und Wallsystem an. Der Haupteingang befand sich am heutigen Freiheitsplatz. Die charakteristische Hanauer Neustadt mit ihrem schachbrettartigen Straßennetz wurde von Glaubensflüchtlingen aus Frankreich und den Spanischen Niederlanden im Jahre 1597 gegründet. Hanau gilt somit als älteste Planstadt im gesamtdeutschen Raum. Der Ausbau der neuen Wehranlagen erfolgte sternförmig. Die Festungsanlage wurde nach zwischenzeitlichen Verzögerungen im Jahre 1619 vorläufig fertiggestellt. Der Dreißigjährige Krieg hatte mittlerweile auch das Hanauer Umland erreicht. 1631 übernahmen schwedische Truppen die Festung Hanau, nachdem der Hanauer Graf Philipp Moritz auf die Seiten der Schweden gewechselt war. Diese begannen sofort damit, die an vielen Stellen bestehenden Schwächen der Festung auszubessern, unter anderem durch das Errichten der charakteristischen vorspringenden Ecken. Die Tore wurden verstärkt sowie Brücken weiter ausgebaut. Die modernste Festung Europas war somit fertiggestellt. Im September 1635 sollte sie ihre Wehrhaftigkeit unter Beweis stellen, denn Hanau wurde von kaiserlichen Truppen unter Lamboy belagert.